Divers und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Das letzte Mal haben wir ja richtig schön Saumium hergestellt und wenig Dreck verursacht. Bei den Mengen, was ich nur herstellen musste, war das jetzt leider am Schluss nicht mehr möglich. Gibt es einen Trick, wurde mir noch gesagt, und zwar einfach einen Block oben drauf setzen. Dann verschwindet das Zeug auch langsam, also dann tut sich sozusagen in andere Elemente aufspalten und irgendwann verschwinden die, ohne dass das lilane Zeug in die Umwelt kommt. Mal gleich zum Beginn. So, was wir jetzt brauchen, ist auf jeden Fall ich brauche jetzt den Alchemical Construct, und zwar zweimal. Dafür brauche ich jetzt erstmal Essentia Tube. Das heißt, ich brauche jetzt Gold Nuggets, ich brauche jetzt Saumium Screws. Das haben wir alles hier. Also davon brauche ich schon mal 8. Wenn es überhaupt. Moment. Reicht dir das überhaupt? 8 Stück. Essentia Tube. Ich brauche 8 Stück, dann habe ich 8. Cubes, nein, das reicht mir nicht. Ich brauche sogar noch mehr. Ich sage, ich brauche 12. Gut. Dann brauche ich als nächstes Gold Nuggets. Wollte ja nicht, 12. So. Wobei, ich glaube, nein, brauche ich nicht mehr so viele. Okay. Dann brauche ich noch als nächstes. Genau, Quicksilver Drops. Wie viel habe ich jetzt gesagt? Ich brauche 2. Brauche ich 4. Reicht mir das? Nein, ich brauche 6. Brauche es ja dreimal. Okay. Und als letztes brauche ich jetzt noch. Was habe ich jetzt noch übersehen? Ah, Small Steel Fluid Pipes. Das ist da. Davon brauche ich 3. So, das heißt 1, 2, 3. Die kann ich schon mal wegmachen. So. Kann ich auch wieder reinpacken. Ich bräuchte eigentlich fast schon 4 von den Dingern. Wenn jetzt sogar noch mehr. Aber machen wir dann am Schluss, wenn wir merken, ob wir noch mehr brauchen oder nicht. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt als nächstes Wissfilter. Davon brauche ich schon mal 4. Die habe ich schon mal. Ich will immer in das Questbuch rein. Ich will auch doch dahin. Ich habe da nämlich keine Quest dafür gesehen. So, jetzt brauche ich Small Saumium Gear. Essentia Tube. Das ist dann hier Small Saum. Nein, oben. Small Saumium Gear. Das kommt hier hin. Dann zweimal Essentia Tube. Dann brauche ich nochmal. Dann brauche ich noch einen Lever. Davon brauche ich auch 2. Die haben wir hier drin. Ja, schön. So, was brauchen wir denn noch? 2 Saumium Schrauben und 2 mal Rubber Sheets. Vier Schrauben. Jetzt hoffe ich mal, dass wir danach keine mehr brauchen, weil sonst steigen sie nicht. So. 1, 2. Na, zu wenig Ordo. Okay. Dann nehme ich den. Perfekt. Den muss ich jetzt da reinlegen. Muss ich dann später aufladen. So, ja, dann habe ich jetzt schon mal das. Jetzt brauche ich meine Saumiumblöcke. Die müssten in der Presse liegen.
Woll. Ja, fleißig. Ja. Heißt, das haben wir jetzt hier. Dann brauchen wir jetzt da welche. Dann brauchen wir das hier. Ja, ich bin natürlich ein Honk. Weil ich habe natürlich jetzt zu wenige gemacht. Das heißt, ich brauche nochmal Schrauben. Am Ingot. Brauch's noch 3 Sekunden, okay. Dann kann ich mir hier gleich nochmal 2 mitnehmen. Hier kann ich mir 2 mitnehmen. Um jetzt das zu merken, was die Lathe ist. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal Tubes am Schluss. Ja, und ich brauche dann einen anderen Zauberstab. Ich hoffe, dass ich das da habe. Da reicht mir nämlich das Auto auch nicht aus. Flucht und zugenäht. Ich habe 10,45 drin und ich brauche 10,5. Moment. Ist gerade dunkel. Jetzt mal draußen ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ein paar Kameraden, die ein paar Sachen droppen wollen. Aber ich brauche sie jetzt. Also werde ich jetzt keinen einzigen finden. Die wissen das, dass ich dann die brauche. Und dann sagen sie, puh, nö. Du bist wohl irre. Oh. Muss mal schnell was gucken. Nein, der fährt noch. Alles klar. Ja, ich habe mal wieder... Oh, Skeletti. Ich brauche von dir Auto. Nee, der ist fast schon. Und auch noch nah genug ran, dass ich es auch schaffe. Punkte aufzusammeln. Alter, habe ich jetzt oft daneben geballert. Aber bei dem schieße ich lieber draußen mal daneben, ne? Ah, 15,45. Jetzt reichen. Oh, da unten noch einer. Alter, ich treffe den nicht. Alter, gehst du mir auf den Arsch? Dafür treffe ich den umso schneller. Alter. Ui, 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 ui. Hab ich jetzt viele Pfeile verschossen? Nee, mit dir will ich nicht spielen. Spinni. Spinni mit... Moment. Ich will doch mit dir spielen. Ich muss noch schnell den Kameraden da hinten überreden. Okay. Wenn mir nichts tut. Müsste jetzt auf jeden Fall reichen. Ich bin schon mal froh, dass ich überhaupt Kameraden gefunden habe. Ach, das kennt ihr ja noch gar nicht. Und zwar habe ich mir momentan eine Idee durch den Kopf gehen lassen.
wie unsere Felder demnächst auszusehen haben. Das werden also sozusagen Gewächshäuser werden. Das werden wir auch noch demnächst machen, weil wir natürlich jetzt so viel wie möglich an ja, Weizen und den ganzen Krampf brauchen. Oh, hallo. Sag mal, ist heute Angeltag oder was? Reaper-Tag. Diese Köpfe mag ich nicht. Merkt das schon. TNT habe ich auch, glaube ich, noch nie bekommen. Aber jetzt sind die Zauberstäbe. Ja, der ist fast voll. Und Feueraspekt brauche ich momentan nicht. Bis ich dann vorne bin, dann werde ich sehen, dass ich ihn brauch, doch brauche. Ja, komm. Bin ja beim Überlegen, ob ich in den Forestry-Rucksack, also für die Sammlung von Jagdutensilien, noch die Köpfe und so weiter hinzufüge. Falls Stream die Folge sehen sollte, wäre mal so ein Vorschlag. Ein paar Kleinigkeiten, die sind nicht drin in dem Rucksack, was schade ist. So, also als nächstes hätte ich gesagt, hauen wir den jetzt rein. Dann habe ich jetzt meinen ersten. So, das heißt, ich kann die Pipes, kann ich wegräumen? Nein, kann ich nicht wegräumen, die brauche ich gleich. Brauche ich gleich, ja. Also ich kann das Soundcraft-Buch wegräumen. Ja, aber ich kann die Pipes gerade nicht gebrauchen. Ich brauche jetzt davon auf jeden Fall mal 4 Stück. Kann ich dich herräumen? Du warst, glaube ich, so. Nee, du warst so. Dann brauche ich davon 4. Du warst so. Und dann brauche ich die Schrauben. Ach, die sind da. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ah doch, da waren die Pipes schon dabei. Kriege ich auf jeden Fall hier einen raus. Ich muss halt nur aufpassen, weil ich brauche halt 40 für die. Ne, ich gehe nochmal raus. Ich muss schauen, dass ich nochmal meinen Zauberstab voll kriege. Komma 4. Also 7 Uhr. Mist. I. Habe ich Ordo? Markier mir den mal bitte. Darf halt nur nicht viel reinmachen, weil, wie gesagt, sonst wird es eklig. Weil dann kann ich die Note kaputt machen. Acht Komma vier.
komme. Nicht schnell verrecken. Und die Hexe da oben. Auch. Okay, der hat er drin. Er interessiert aber uns nicht. Oh, das ist aber Gott sei Dank was, was ich häufig kriege. Das Lustige ist, das kriegt Sebo immer nicht. Dafür kriegt er immer Feueraspekte. Finde ich auch total witzig. Was brauche ich jetzt eigentlich für den? 10. Also das heißt, ich bräuchte 8 und dadurch, dass ich ja nicht der... der besten einer bin. So. Haben wir 17. Mist. Mal nicht runter. Das war mal wieder typisch ich. Und dorthin. Mal schnell auf. Können wir dann mal irgendwann ein Glas verwenden oder sowas, dass man sieht, wenn welche drin stehen? Gibt es so Dark Glas? Aber momentan, jetzt muss ich mal hoffen, dass das reicht. Dann geht's ab. Ja, aber der wird witzig. Aua, aua, aua. Hör auf zu brennen, Mann. Na komm. Immer wenn man hofft, dass die kommen, ne? 21. Könnte reichen. So, Kopf. Noch ein Kopf, aber das meine ich, ne? Dann könnte man noch so Lampen mit reinbauen, dass der Boden dann erhellt wird. Hallo? Lass mal das Hirn da. Oh, Clear Arrow, danke. Ist draußen gespawnt? Oben? Drunten? Wow. Vor mir?
So. Geht immer noch schnell. Müsste eigentlich jetzt hoffentlich reichen, das Auto. Wunderbar. Dann werden wir jetzt das wohl jetzt hoffentlich hinkriegen. Wir haben die Rüstung und so weiter, haben wir gestern auch schon aufgeräumt. Wir schauen jetzt mittlerweile drauf, was denn für gute Verzauberungen drauf sind auf den Rüstungsteilen. Und wenn es einfach 0815 ist, dann kommt da gleich ein Arc rein. So, du hast Fire Protection 3, Last Stand 2. Das hätte ich gesagt, klingt nicht mal schlecht. Oh, dann die ganzen Köpfe wieder raus. Da rein, da rein. Das auch raus, das auch raus. So, dann hätte ich gesagt, machen wir es als nächstes. Was da? Habe ich die? Ach, Mist. Ja, ich habe vergessen, dass ich diese anderen Dinger ja auch noch brauche. Waren jetzt, glaube ich, waren jetzt dann hier? Ach nee, ich brauche die sogar nur da. Auf jeden Fall reichen mir jetzt meine Essentia Tube definitiv. Aber mein Zaum jetzt werden mir nicht reichen. Ich bin doof. Hoffentlich hat der mir vier da gelassen. Ja, ist doch nett, danke. So, und dann brauche ich noch davon 16. Davon ein. Dam. Okay, also 1, 2, 3, 4. Her und gib ihm. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Alumentum. Deck haben wir schon voll. Juhu! Ah, haben wir noch zwei, weil ich brauche zwei für die Small. Ich hoffe, dass die Schrauben reichen, sonst muss ich nämlich nochmal raus. Aber wenn es nicht reichen sollte, könnten wir auch nochmal Greatwood verwenden. Fiber. Hey, mir reicht's nicht, weil ich keine Schrauben mehr habe, richtig? Aber sowas von richtig. Abend. Also, nochmal. Sechzehn, davon einen, davon die restlichen vier. Eins, zwei, drei, vier, rein. Ihm. So, das erste, was wir machen, wir räumen mal das ganze Zeug auf, was wir nicht brauchen. Danke. Dann
Aluminium rein. Und dann braucht man noch Chromium, weil wir da Schrauben draus machen müssen. Also am besten eine Schalte, dann hätte ich mich in den Poppers getreten. Jawohl. So, mit Anlauf. Habt ihr euch nochmal mit Anlauf selber in den Allerwertesten? Riecht mir bestimmt auch noch auf die Schnauze. Das ist ein Ausdruck der Nase des Hundes. So. Das heißt jetzt, und jetzt am besten brauchst du gar nicht, du Nuss. Doch, brauche ich. Brauch sogar 4. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Ah, genau. Die Rubber Sheets. Verdammt. Reicht mir nie. 8,4. Einen kann ich machen. Der Rest ist jetzt weg. Ja, ganz toll. Leute. 8,4. Wir bauen noch Aqua. Wir gehen mal wieder auf die Jagd. Ja, wie gesagt, auch sowas ähnliches habe ich ja auch schon geplant. Ach, okay. Wenn wir hier mal so richtig dann weiter mal kommen. Ich habe ja schon gesagt, das Problem ist bei mir nicht, dass mir die Ideen ausgehen, sondern bei mir ist das Problem, dass ich zu viele Ideen habe. Nein, ich stehe ja so am besten in den Anfangsbereichen, würde ich jetzt so eine Art Zoo aufbauen wollen, der halt, ja, alle möglichen Tiere drin hat und auch alle möglichen Monster. Und unter den jeweiligen Monstern soll es dann auch so Geheimzugänge geben, dass man da Monster, so Monster-Spawner hat. Gibt es bis jetzt hier. Du bist der Einzige, wo keine Aspekte bringt. Ich warte, bis dir kommt. Schöne wird ja noch sein, dass wir hier alles, das ganze Wasser noch wegmachen. Weil der Flussverlauf dann anders wird. Na, seid jetzt bald da. Tag. Tag. Ja. Finde ich hervorragend. Das spawnt gar nichts, ne? Dann kommen sie nicht hinterher, die Dinge abzuknallen. Ja. Kopf. So, kann ich hier rüberlaufen? Der nicht, weil er zu doof ist. Okay. Ich glaube, ich habe gerade eine Atomrakete gezündet. Wie war das gerade laut? Aha, das ist auch ein Aspekt. Und du? Ja, da ist Feuer drin.
wird sich Sebo freuen. Das ist, das Geile ist, wo ich mit dem Glas geguckt habe, habe ich die Dinge halt nicht, habe ich das Ding halt nicht gesehen, ne? Also die Brille ist schon da eine super Bereicherung. Was war jetzt da drin alles? Ignis, Ordo. Ja. Aber ich muss halt aufpassen, wie gesagt, mit den kleinen Zauberstäben. Kann ich halt die auch kaputt machen. Und sowas ist zum Beispiel eine, die will man nicht kaputt machen. Was ja auch noch lustig wird, ist, ich habe mich ja noch nie mit den Hungry Notes beschäftigt. Also richtig. Weil das könnte dann auch noch interessant werden. Lach nicht so dreckig. Weißt du, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oh, wie voll bist du? 22. Euer ist auch schon ziemlich weit. Perfekt. Aber wo dieser Fehler herkommt, ne, möchte ich gerne mal wissen. Zwei Creeper, die wo sich gegenseitig unterhalten. Mm-mm. Immer gefährlich, die hacken was aus. Oh, schon wieder ein Pisten. Pisten kann man immer gebrauchen. Ich muss jetzt halt hoffen, dass da noch ein paar Aspekte rüber wandern. Alter. Ich hab doch gar nichts am Sound gemacht und trotzdem werden die immer lauter. Die Viecher. Ja, aber dieser eine Spawner, den wir da unten haben, den wollen wir auf jeden Fall so weit umbauen. Erstmal, dass man unsere Schwerter und so weiter, also das da, leveln. Und hat dann nämlich einen riesen Vorteil, weil ich habe schon gesagt, wenn ich mein Schwertchen so weit habe, weil das wird erstmal vollkommen nicht auf Haltbarkeit gebatzt, sondern das wird wirklich auf Schärfe hochtrainiert. Das Ding muss richtig wehtun. Weil wenn wir das haben, wenn wir dann irgendwann mal im Nether spielen gehen und uns Wither vornehmen. Also es wird auch sein, dass da eventuell dann auch Beheading mit drauf kommt. Protection. Weg. Auch erstmal raus. Wir haben die Schuhe. Wir haben keinen Speed oder sowas. Auch weg. Ah. Auch. Das sind Sachen, die kommen da unten rein. Zusammencraften. Hier. Das wichtigste Zauberstäbchen. Danke. Und ich brauche jetzt nur 10, glaube ich, ne? Alles andere wäre jetzt auch total unschön. Jetzt brauche ich noch 4 Pipes. Und ich brauche noch meinen Block. Ja, auch. Ne? Jawohl, 10,5. Ich habe meinen zweiten. Perfekt. So, dann brauche ich jetzt 7 Eisenplatten.
Und dann sind wir auf einem super Weg. Und wie gesagt, mit der Nachtsicht hat man halt viel, habt ihr gesehen. Also wie lange habe ich früher gebraucht, den Zauberstab voll zu kriegen? Pff, ewig. Jetzt geht man halt draußen ein bisschen Gassi und ja, macht den Zauberstab fast in der Nacht voll. Finde es klasse. So. Dann kommst du dahin. Dahin. Halten. So, haben wir den auch? Haben wir auch. Und ich lasse den jetzt erst. Der muss ja ein bisschen länger dort stehen. Der kommt jetzt dann auf die. Also, Mist, das sind die Felder. Heißt, du kommst halt erstmal hier weg. Dann brauche ich noch mal eine Feuerstelle drunter. Ein Tor. Dahin. Kommst du drauf, dann kommst du da drauf. So, und jetzt brauche ich meinen großen Zauberstab, den 50er. Und auch ein bisschen leer. Und wir haben unseren kleinen Turm, den wir wollten. Du kommst auch mal weg. Du musstest leider umziehen nach vorne. Weil da hinten müssen wir jetzt erstmal meinen Soundcraft-Bereich. Hoffe, dass ich das irgendwie drehen kann. Kann ich dich drehen? Zauberstab vielleicht? Ja. So, dann heißt es jetzt, wir kriegen ja, halt, ich muss die Quests machen. Und zwar, ich gehe jetzt mal zu der Quest von Soundcraft. Und da gibt es ja dann den Essentia Filtering. Nein, der war es nicht. Essentia Cooking, genau. Und dann nehme ich jetzt die Warded Jars. So, und dann habe ich jetzt hier das da. Räumen das andere mal weg. Kasse. Kann man sich sogar merken, was man in welcher Kiste das ist. So, jetzt brauche ich die Tubes. Auch gleich so. Das ist natürlich jetzt falsch. Geht das? Da muss man alles mit dem Zauberstab dann machen. Geht noch nicht. Ah, dann wird da nur angezeigt, welcher Aspekt das drin ist. So, und du natürlich darfst das nicht verknüpfen. Aber da musst du dann einfach runter. Genau. So. Blümchen, du musst mal da leider weg.
Und jetzt gehen wir mal schnell rein. Weil ich würde gerne ein einziges Armium noch machen. Das heißt, ich brauche aus dem da Great Wood. Sollte vielleicht mir noch eine Kohle holen. Falls es nicht mit dem Ding unten drunter funktioniert, was ich auch nicht glaube. Hoffe, dass das überhaupt geht. Aber wenn ich jetzt dich da reinlege, geht erstmal gar nichts. Aber man sieht es halt, ne? Und er packt es halt immer in die richtigen Kanäle rein. Ich gehe mal rein und hol mal den restlichen Great Wood. Weil nicht, dass ich jetzt dann mein schönes Feuerchen, was ich drunter habe, vergeude. Mal rein. So. Nein! Ach Mann! Glaube, ich muss den Kessel definitiv zumachen. Vor allem, ich habe das Metallum noch nicht, Eisen noch nicht dabei gehabt. Ich war jetzt bestimmt wieder zu langsam. Ah, genau. Toll. Habe ich super gemacht. Bin ja mal gespannt, ob ich überhaupt was finde, wo ich das ganze Arbor für brauche. Achtundzwanzig wären cool. Fünfundzwanzig. Komm noch ein. Jetzt mal ist der Topf zu. Dann 20. Perfekt. So, jetzt kann ich das Glas nämlich hier hinstellen. Das sind 29. Ist klar, ne? So, und dann lege ich das rein. Dann sage ich, ich möchte es haben. Dann kriege ich das auch. Und ich habe da ein paar weniger drin. Und da oben wird mal angezeigt, was ich verwendet habe. So. Wunderbar. Das ist doch nett. Wann das? Genau. Lustig ist, man kann halt das leeren, ohne irgendwelche Aspekte in die Umwelt zu hauen. Aber der macht das schon. Also Holz ist, glaube ich, ist das, was man am meisten kriegen kann. Das haben wir schon mal.
Jetzt haben wir auf jeden Fall auch ein paar Saumium-Ingots, falls wir noch welche brauchen. Habe ich eigentlich. Nee, das wäre nicht das Problem, sondern ich jetzt meinen Hammer verloren habe. Nee, da ist er. Nee, da ist ein Saumium drauf. Bei der großen Axt ist keiner drauf und beim großen, auch bei der großen Schaufel ist einer drauf. Da ist keiner drauf. Habe ich noch einen Modifier frei? Perfekt, das heißt, was bist denn du? Aus Eisen. Habe ich Gott sei Dank gerade einstecken. Leg dich mal rein. Also ich muss dich mal reparieren, dann kommt da noch mal einer rein. Noch mal reparieren. Kommst du da hinten rein? In den Tisch, danke. So, und dann bist du unbreakable. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Tough Rod. Haben wir einen Tough Rod? Ich habe schon lange nicht mehr gemacht. So. Dann heißt es jetzt die Lumber-Ex rein, unten austauschen. So, und jetzt habe ich nämlich wieder einen frei. Da kommt jetzt dann Schnelligkeit drauf. Wir möchten ja schneller werden. So, und der hat jetzt einen Speed von Mining Speed von 4,5. Auf jeden Fall schon mal angenehmer. Das Schöne ist, ab 17 wurde mir gesagt, gibt es die nächsten Modifier. Mein Hammer ist auf 16, meine Schaufel ist auf 16, meine Picke ist auf 16. Meine kleine Schaufel ist auf 16. Okay, der nicht, der ist erst bei 14. Ja, und die anderen Waffen, muss ich halt auch noch leveln. So, Essentia Tubes können wir auch gleich in die Soundcraft-Kiste wieder packen. Das heißt, ich muss jetzt meine Zauberstäbe demnächst auch wieder alle laden. Halt, habe ich hier irgendwo? Nein, ich habe keine Handicamp. Doch, müsst ihr doch über der Tür eine Handicamp haben. Korrekt. So weit weg. So, Saumium Ingot. Platz dafür, habe ich doch gewusst. Das sind 17 Stück drin. Echt jetzt? Hervorragend. Ja. Ja, okay, aber ich habe Sebo hat ja gestern auch noch welche gemacht. Stimmt doch. Aber ihr habt's. Ist ja nicht viel Zeit drauf gegangen. So, du kommst dahin. Und die Jars kommen noch hier rein. Aber wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, die Aspekte aus dem Zeug rauszubekommen. Problem ist natürlich, ja, was heißt Problem? Problem ist es nicht, wenn wir halt mehr als zwei Gläser haben, müssen wir uns halt noch, weil wir halt nur zwei haben, wegen warten, aber sonst ist das eigentlich soweit in Ordnung. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt richtig viel mit Soundcraft gemacht, die letzten zwei Folgen. Hat aber auch, wie gesagt, seine Notwendigkeit, denn wir möchten dahin kommen,
Und ja, das heißt, wir brauchen dann das da. Compressed Cobblestone, okay. Um Stone Golems herzustellen, weil die brauchen wir dann, die Jungs, mit einem Water Upgrade. Okay, da brauchen wir wieder Aspekte. Und einen Harvest Upgrade. Ich glaube, den habe ich auch schon gemacht, oder? Ja, der da. Oh, das ist sogar eine Infusion. herzlichen Glückwunsch. Und ein Nether Star. Was? Okay, das ist schon ein bisschen arg übertrieben. Nether Star. Fürs Harvesten. Oh Mann. Ich bin gerade, ja, ich weiß es noch nicht. Also ich würde halt gerne in den Bereich hier. Also da würde die Mauer gerade jetzt verschoben, die kommt ja jetzt hier hin. Die kommt jetzt genau an diese Kante. Und dann würde ich ja irgendwann gerne sozusagen, was halt momentan hier ist, die Farm, nach hier hinten bringen. Dass wir halt, ja, da hinten die ganzen Farmen haben. Also auf jeden Fall Baumfarmen nach unten und die anderen nach oben. Und wir haben jetzt auch festgestellt, dass Forestry eigentlich gar nicht so teuer ist. Bestimmt halt nur sehr aufwendig zu bauen. Müssen wir halt alles uns angucken. Und das heißt, wir brauchen aber ein Solarkraftwerk. Und das Solarkraftwerk muss dann irgendwo hier hin. Das heißt, wir werden uns da auch noch drum kümmern. Aber beim nächsten Mal ist es jetzt so ziemlich sicher, werden wir mit dem Chemiewerk anfangen. Weil wir brauchen dieses Zeug jetzt bald im Dutzend billiger. Ja, und dass ich halt da immer hier die Zellen ausleere, das ist halt nervig und das, nee, das muss nicht sein. Genau, darum wird es dann verändert. Und das werden wir beim nächsten Mal hoffentlich anfangen. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt, weil wir was wieder brauchen. Kennt man ja nicht anders. Genau, dann kümmern wir uns darum. Dann, wenn ihr noch Anregungen und Fragen habt, dann schreibt es mir noch mal in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.